Falls ihr Bock habt, auch mal bei Streams dabei zu sein, geht in die Beschreibung auf Twitch und lasst da gerne ein Follow da. Und falls ihr Bock habt auf coolen Pokémon-Content, dann schaut gerne mal auf meinem Hauptkanal PokeBarzi vorbei. Merk schon, ihr habt wieder zugeschlagen. By the way, guys, ich liebe es, wie blöd manche Leute sind. Hallöchen, Granger Rip, by the way. Ich hab ja mal diese Bewertet-Videos gemacht, wo ich halt zu jedem Pokémon die bewertet habe und einfach irgendwas gesagt habe. Und ich habe ja damals aus Spaß einfach gesagt, wusstet ihr, dass Rattan rückwärts Schlange heißt? Um es einfach zu parodieren, weil Leute immer noch sagen so, boah, voll krass, Rattan heißt Natter und Arbok heißt Cobra. Und ich dachte, es wäre relativ obvious, dass wenn ich sage, dass Rattan rückwärts Schlange heißt, dass die Leute raffen, dass das ein Joke ist. Aber nein. Gerade wieder einen Kommentar bekommen, in welchem Universum heißt Rattan rückwärts Schlange? Ist funny. Und wieder jemand, der sich fragt so, hey, er hat abonniert, warum wurde er noch nicht im Video erwähnt? Ich nehme halt immer die drei neuesten, die mir angezeigt werden, wenn ich das Video schneide. Das ist leider auch über, by the way, über 24 Stunden versetzt. Also wenn ich das zum Beispiel dienstags aufnehme, sind das die Leute, oder dienstags schneide, sind das wahrscheinlich die Leute, die montags abonniert haben. Weil YouTube hat leider immer ein bisschen Brauch. Gehen wir rein da. Ist mir aber so egal, war davor eh schon dabei. Das ist ja auch voll okay, aber das Ding ist tatsächlich, es ist halt einfach sehr, sehr smart, weil die Leute geiern da drauf. Das ist auch der einzige Grund, warum ich es mache, weil ich weiß, dass die Leute animiert, ein Abo dazulassen. Das hat tatsächlich so viel gemacht in der Zeit, weil die Leute einfach drauf geiern. Also am besten Montag abonnieren. Nee, am besten ist es, by the way, ich sehe, welche Leute schon abonniert haben. Ich weiß, ich sehe das, dass Leute immer wieder deabonnieren, wieder abonnieren, um wieder oben sein zu können. Ich sehe das und die nehme ich so oder so nicht dran. Aber das Ding ist halt, es kommt immer drauf an, wann ich die Videos schneide. Das kann an verschiedenen Tagen sein. Das mit Dienstag und Montag war ein Beispiel. Stehen geblieben, du darfst nur zur Region Liga, wenn du mindestens 8 Orden hast. Spektakulär, du hast all die Orden. Auf Echtheit prüfen. Los, Rotom, scan die Orden. Okay, nee, du darfst passieren. Nur die Besten der Besten haben die Chance, sich in der Region Liga zu behaupten. Nimm es nicht als selbstverständlich, dass du hier bist. Nalcho-Grenze. Das ist Nalcho. Sensorhöhle. Wo geht's hier hin? Glutbach. Der Glutberg. Das ist Island 1. Island 2 und dann ist das hier Island 3. Nein, man abonniert ja, wenn dir die Person oder der Content oder die Videos gefallen, nicht, dass man erwähnt wird. So denkst du und so sollte man auch denken, aber das tun viele nicht. Viele einfach nur so, oh mein Gott, ich kann meinen Namen im Internet sehen. Da will ich reinjeten. Und dann jeten die rein. Krieg hier drin einen neuen Encounter. Du machst eh Bumm, oder? Das Ding ist, es lohnt sich halt auch nicht wirklich, den zu fangen, weil ich kann ihn nicht entwickeln. Das sind doch dann aber Kinder, oder? Ja. Die Leute, die abonnieren, oder meinst du was? Das sind auch Ältere. Also es lohnt sich tatsächlich nicht, Georok zu fangen. Weil ich kann das Ding nicht entwickeln. Jetzt will ich aber wissen, ob ich noch zu der Route hier kann. Weil erstmal Glutbach. Hier kriege ich einen Encounter. Aber erstmal will ich kurz einmal Schutz anmachen.
Glutberg. Das sah eher aus wie die Diktahöhle. Oh, hallo. Ich versuche den Glühweg zu erreichen, aber dieser Felsen ist zu hart. Wenn die Entwickler mir helfen, wirst du den Glühweg und andere Orte erreichen können. Okay. Interessant. Hier gibt es auch nochmal. Hyperball. Nehmen wir mit. Speichern. Mama. Das Ding ist, jetzt habe ich ja für Georog oder sowas, habe ich ein. Wollen wir das probieren? Das Verlangen ist schon da. Level 50. Wir können mit Funk Rodler. Warum war das gerade sehr effektiv? Ist Brodler eine Bodenattacke? Dann wäre das ziemlich kacke. Morgengrauen. Ne, normal effektiv. Dann ist es einfach Brodler, einfach nur eine Attacke, die sehr effektiv gegen Dings-Pokémon ist. Gegen Wasser. Wir haben auf den Funken gesprungen. Noch ein Brodler. Jetzt werfen wir einen Hyperball. Schade. Flügelschlag ist komplett in Ordnung. Volley ist ein guter Counter gerade gegen. Morgengrauen nervt halt leider ein bisschen. Noch ein Morgengrauen. Komm schon. Zum Boden soll arg gefrittert, aber ich glaube auch. Komm schon. Naja. Komm schon. Die Kraft, okay. Komm, bitte, 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 bitte. Yes! Wir haben Lavi! Oder Heißi? Ich glaube, ich nenne es Heißi. Chicky. Lavavi. Ich finde Heißi aber auch gut. Hotti. Oh, Hotti ist auch gut, ne? Hotti finde ich gut. Wollen wir es Hotti nennen? Ein richtiges hottes Chick. Brätli. Sind wir beim Schweizerdeutsch angekommen. Chicken Wingy. Mit TT aber. Ja, ja, MP. Wir haben ja Hotti mit Doppel-TT. Sonst wäre es ja Hoti. Okay. Haben wir einfach Lavados gefangen noch vor der Liga und ganz ehrlich, ich nehme lieber ein Lavados mit als ein Dings und wir kriegen hier tatsächlich nochmal einen neuen Encounter. Das ist alles immer noch der Glutberg, glaube ich, ne? Nein, Ibitak.
Oh, ich muss vielleicht einmal ganz kurz auswechseln. Ich hab... Kann ich jetzt fliehen? Dankeschön. So, was gibt's hier noch potenziell? Hattest du nicht Habitak? Da bin ich mir gerade nicht sicher. Falls das mal jemals kommen sollte. Na doch, Habitak hatte ich. Stimmt, ist ein Dupesgross. Dann kriegen wir doch noch einen Encounter. Komm schon. Gibt's hier nur Habitak? Ponyta haben wir auf der Box. ja. Wir können es halt auch nicht entwickeln, was ein bisschen kacke ist. So. So. Steroidi hatten wir letztes Mal. So, Adonis Barzi. Okay, wie nehmen wir das? Wie nennen wir den? Muskeli. Wollen wir Muskeli machen? Oder Bizepsi? Pumpi. Pumpi ist gut. Das klingt wie Pumpernickel. So eine richtig süße Variante von Pumpernickel. Ja, das ist Pumpi. So. Gibt's hier ein Evolit? Selbst wenn, ich kann nicht aufheben. Selbst wenn, geht das leider nicht. So, gibt's hier noch irgendwas? Okay, nur ein Heißbrocken. Ja gut, den kann ich eh nicht aufheben. So, Lavados wird safe noch mit reinkommen. Antikraft ist fein. Gibt's hier noch irgendwas? So war der Typ, ne? Der jetzt weg ist. Links rum, hier rum. Ein Mondstein, schade. Hallöchen, Casperfield LP. Willkommen. Sind gerade am Glutberg tatsächlich. Beziehungsweise gucke ich, wie ich da eventuell weiter runterkomme, aber es scheint nicht zu gehen. So, hier gibt es keinen weiteren Weg runter, ne? Nee. Den gibt's tatsächlich nicht. Schade. Dann gehen wir wohl nach oben. Hier ist nichts mehr. Hier war Lavados. Ja, stimmt, das war das, was ich nie einsammeln konnte. Juna, ich glaube, du bist sehr weit hinten dran, kann das sein? Oh, achso, wer. Achso, nee, war das genannt. Wie, das war, ich dachte gerade, du wärst ein bisschen hinten dran vom
dass irgendwie geleckt hätte oder so. So. Dann muss ich jetzt den Weg rausfinden. War der hier oben? Ja. Oh, Kurtl ist ja auch gegeben. So, im Glutbach haben wir aber noch keinen Encounter geholt, ne? Aber hier scheint es auch keine zu geben. Ne, im Glutbach gibt es keine Pokémon. Schade. Okay, das heißt, wir haben aber jetzt hier schon mal einen Encounter geholt, den wir auch gleich ins Team nehmen können. Was bedeutet... Pilzi, du lebst noch, aber wir müssen Lavados ins Team holen. Haben wir zwar zwei Feuer-Pokémon, das ist mir egal, es ist ein Lavados. Und dann kriegt er auch direkt mal Fliegen. Flügelschlag, Morgengrauen, Antikraft, Brodler. So. Kann ja irgendjemand eigentlich Antikraft lernen? Luffy könnte es lernen. So, da sind wir rausgekommen, das heißt, wir müssen jetzt hier lang. Zensas Höhle? Ne, Seneza Höhle. Die kriegen wir auch noch einen Encounter. Wenn es hier überhaupt was gibt. Okay, und wieder ein Golbat. Leorock. Ich merke gerade, da ich vor dem Georock geflogen bin, was war eh unser Encounter, hat sich eh erledigt. Wie lange machst du heute noch? Wir machen heute noch die Top 4. Und die werden wir heute noch machen. Habe ich nicht noch ein Pokémon mit Hackattacke in der Box? Ich glaube, ich mache noch... Ich habe eins mit Hackattacke. Punktband. Ich glaube, Schuppi hatte das, ne? Ne, Pudersand hatte Schuppi. Granitstein hattest du. Ich echt keins mehr mit Hackattack? Ne, du hattest ja dich ja schon den Metallmantel gegeben, ne? Schade. Achso, dankeschön für dein Follow. Und Hallöchen. So. Dann gehen wir da jetzt mal durch die Höhle durch, ne? Skogler. Kamerup, da können wir drin bleiben. Und Smogmog. Ich hasse es, ne? Aber wahrscheinlich Luffy ist das Beste. Und dann auf Triplette, weil Feuer. Stahlbiss. Perfekt. Dann weiß man an der... Oh, muss ich jetzt wieder TMs, VMs dafür nutzen? Keiner mag VMs. Bevor ich jetzt irgendwem... Wait, da komme ich nicht durch. Da komme ich durch. AP Plus. Bevor ich jetzt irgendjemandem wegen dem einen Item Dings gebe. Was hast du denn? Vögelchen, hä? Taubos. Offenlegung. Und sollte mein Funkensprung hätte... Ne... hohe Chance zu paralysieren. Surfer fliegen und Schaufler sind top vor allem. Ja, Schaufler ist nur keine vor allem. Surfer ist natürlich mit die beste vor allem, absolut. Ibitak. Dann gehen wir Crashy.
bin echt auf die Top 4 gespannt, Guys. Wie gesagt, ich weiß nur, das höchste Level ist 65. Das war ein Crit. So, haben wir Edgar einmal besiegt. Speichern wir nochmal. Willst du nicht leveln? Ich glaube, wir werden da nicht großartig leveln. Und da hier gab es irgendwo noch genau das da. Vielleicht ist hier nochmal was anderes. Überreste werden hier nochmal. Oh, das ist sad, dass ich das nicht aufheben kann. Überreste hätte ich genommen. Aber nee, ich glaube, wir werden nicht mehr großartig für die Dings. Vielleicht nehmen wir noch ein paar Sonderbonbons und bringen die alles auf 53 oder so. Aber das entscheiden wir, wenn es soweit ist. Das dürft ihr dann entscheiden. Oder ob wir halt so unterlevelt reingehen sollen. Akani. 65? Bitte kill. WTF? Er hat Donnerzahn wahrscheinlich, deswegen. Ich hoffe, dass er jetzt auf Donnerzahn geht. Der hat Morgengrauen, der Arsch. Bitte, bitte kill nicht. Tankst du, okay. Aber mal Naturkraft, Juwelenkraft. Halleluja! Ja, aber warum sind die hier schon 65? Warum ist das Ding 65? Das war definitiv zu hoch. Okay, das sieht aus wie jemand, der Gesteins-Pokémon hat. Lass mich bitte, sonst kommst du nicht an die Liga ran. Das, wie gesagt, das dürft ihr nachher entscheiden. Stalos. 51. Das ist wie das eine Mal bei Pokémon Braun, wo auf einmal auch Pokémon da waren, die irgendwie fucking 20 Level über mir waren, wo Horny richten musste. Gott sei Dank war Horny immer bereit. Weil Horny ist immer bereit, wirst du wissen. Aber WTF. Geowatz. Können wir, glaube ich, drin bleiben. Und auch surfen. Nicht bumm. Nicht bumm. Feldintensität 7. Okay, tut's nicht. Der Horny will immer ran, das ist wahr. Rizaros. Wir gehen auf den Eisbeam. Und hoffen einfach. Okay, es killt Gott sei Dank. Warte, ich meine, der Top 4 hat Level 55. Nee. Das stärkste ist 65, der Top 4. Hm.
Als nix. Noch ein alter Mann. Mit Aquana. Das ist sogar okay. Da können wir rein, Funksprung. Ara, sehr gut. Säurepanzer. Blitzer. Ich meine, wir haben Voltabsorber hier drauf, ne? Trifft er auch immer so oft. Oh, Surfer, komm schon. Noch ein Surfer und weg damit. Und Flamara. Gegenmasse. Charme ist okay. Okay, das Ding auch weg. Leuchte fängt langsam auf zu trimmen. Donnerblitz, ja! Funkensprung weg. Immerhin lernt jemand mal Donnerblitz. Guck dich an. Wolli. Fang jetzt mal Hottie nach vorne. Kadabra. Ja, ist eine Bodenattacke. Oh, das tut weh. Ich habe keinen Switchen für Psychokinese. Höchstens Leuchti. Reflekt. Oh Gott sei Dank. Trifft den Donner. Danke. Dann, wenn Wolli mal eine spezielle Elektroattacke lernen würde, wäre es ja was anderes. Sonfel. Das kann Luffy jetzt machen. Erstmal packen wir uns auch mal den hier nach vorne. Seine Bad Aua, aber tot. Und ein Lunastein. Ich glaube, das Beste ist tatsächlich wieder in Wolli zu gehen. Und erstmal. Oh, Erdkräfte. Aua, aua, aua. So, Reflektor wirkt nicht mehr. Das, wir können einmal 134 Erdkräfte. Oh, das macht zu viel Schaden. Kann in Crashy gehen. Und hoffen, dass wir ein bisschen Paraflenschen. Antigraf. Das war close. Supertränke haben wir noch. Silana? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Aber Dankeschön für dein Follow und Hallöchen. Willkommen zum Pokémon Prisma Finale. Und ich habe nur noch 9 von diesen Dingern. Habe ich nicht mehr irgendein Item, was ich Dings geben könnte? Eine Pirsif-Beere? Ja, why not? Besser als nix. Da geht's runter. Silana war richtig ausgesprochen. Wunderbar. Hallöchen. Das sieht mit einer Liam aus. Mit was liedet Liam nochmal? Oh, es war nicht Liam, oder? Oh nein, es war einfach nur ein Gitarrist. Oh. So. Dann Surfer. Ich hab Angeberei, okay. Natürlich hau ich mich selber, so. Nachthieb, aua. Und Surfer, weg damit, okay. Luxra ist weg. Was kommt jetzt? Voltenso. Also, ich will Luffy eigentlich ein bisschen trainieren. Ich ignoriere Leute nicht gern. Was soll denn das hier heißen? Hat ein MP geschrieben.
Lass uns alle mitärgern. Ich werde nie wieder gemein. Hallo? Das sind dreiste Unterstellungen. Bin ganz lieber. Ein bisschen Probleme gegen Elektro-Pokémon hat, aber Wolli sollte das eigentlich regeln können. Body Slam. Ja, okay, Zugabe wollte ich ihr geben. So, Steffen, du kriegst nur Leute, die ihn auf Skype anschreiben. Zu Recht. Absolut zu Recht. 9 Supertränke haben wir noch. Das heißt, du kriegst einen, du kriegst einen, du kriegst einen und du kriegst wieder einen. Irgendwas, was ich nehmen kann? Elixier. Nehmen wir. Das sieht mir wieder nach einem Feuerspucker aus. Apropos, wo ignoriert werden, wo ist Kranma? Das ärgert Kranma nicht. Das ist ein einziges Mal passiert, dass ich sie übersehen habe. Okay? Kranma hat ein Leben, das ist wahr. Nicht so wie ihr, Leute. Oh, Flammenblitz. Kamerupt. Wie gehen die Surfer aus? Deine Emotes sind nice, dankeschön. Da kommen hoffentlich demnächst morgen noch mehr dazu. Ich muss mich da nochmal mit einer Person hinsetzen. Ornupto. Also wir gehen mal hier rein. Und gehen auf Antikraft. Gegenschlag ist ja okay. Flammblitz. Mein Leben heißt Bazi schauen und versuchen genauso Fame zu werden. Mein Beileid. Denn, wenn du so Fame werden möchtest wie ich, dann ist das gar nicht so schwierig, weil mich kennt eh keine Sau. So, 5 Tränke haben wir noch. Jetzt haben wir noch 4, jetzt haben wir noch 3 und jetzt haben wir noch 2. Das heißt, ich kann einen Supertrank jetzt noch vergeben. Habe ich gerade umsonst hochgeheilt. Du wirst auf Arbeit erkannt, komm schon. Ja! Das ist bis jetzt aber nur 3-mal passiert. Route 65. Ist das hier auch 65? Oh. Ein Embogato oder Shelterra vielleicht? Bin am überlegen. Ich habe 4 Emote-Slots frei und ich will auf jeden Fall einen Kappa-Loris-Effekt. Effekt. Emote. Das... Mit Fahrt zur Region Liga. Die ist hier oben. Und jetzt nach Jero City. Das heißt, wir gehen nach oben. Damit wir da einmal waren zumindest. Wir brauchen was zum Lachen hier. Ja, dann warte ab, bis ich gleich in der Liga bin. Ein langer Weg. Jetzt habe ich aus dem Knast raus, wenn sehe ich die Welt mit anderen Raum. Das Leben als Flüchtling ist sehr schwer. Wenn ich nachts mit meinen Pokémon liege, merke ich, dass ich sehr froh darum bin, dass sie gerade da sind. Mein Band zu ihnen ist gewachsen und damit auch meine Kraft. Es ist Zeit, diese Kraft in einem Kampf auszutesten. Ein letztes Mal Liam klatschen. Machen wir doch. Wir gehen einmal in Hottie. Und brodeln ein wenig. Oh, Hottie auch noch 51. Xerox. Ursaringen. Wir haben jetzt halt Kampfgeist. Also eigentlich stehen wir, glaube ich, ganz gut da dagegen. Wir haben halt leider keine Kampfattacke. Das war ein Crit. Oh, das kann nervig werden. Kriegen die Para? Noch ein Protz. Ich hoffe gerade so sehr, dass dieses... Oh, er ist gelähmt, Gott sei Dank. Der hat Quick Feed. Und erho... Das ist uncool.
Er ist auf einer Flugattacke. Ja, Luftschnitt. Und wir gehen jetzt auf eine Donnerwelle. Mhm. Und Juwelenkraft. Drachenklaue tut weh. Und jetzt noch eine Drachenklaue kommt, sehe ich eher kurz Leuchti. Ich weiß nicht, ob ich schneller bin. Ich muss in Hottie einmal kurz gehen. Perfekt, und jetzt Boost. Nein, nein, nicht Morgengrauen. Ich wollte auf Antikraft gehen. 52 für Leuchti. 51 für Luffy. Da ist Ursaring wieder, der noch pennt. Das heißt, wir holen Feuerrea mal rein. Doppelkicken sind schneller. Sehr gut. Das Ding ist weg. Reicher Ralf. Ich bin so reich, dass mein Konto jeden Monat im Minus ist. Hoffe, du konntest lachen. Aber Reicher Ralf ist schon ein lustiger Name. Die Tatsache, dass du nicht reich bist, macht es halt lustiger. Wärst du wirklich reich und würdest dich Reicher Ralf nennen? Aua, Schwertanz nicht machen. Einfach sterben. Okay, perfekt. Dann hätte es keinen auf abgehobener Vibe. Aber trotzdem. So, die haben aber weggeklatscht. Wunderbar. Natürlich sehen wir uns bald wieder. Bald, Liam. Region Liga. Überball. Ich kann sogar Elixier kaufen. Nehmen wir Rosinen mit. Beleber. Das bringt mir halt alles nix. Da oben geht's rein. Aber... kein Counter. Früher hatte Donnerwelle eine Genauigkeit von 100. Ja, inzwischen aber nicht mehr. Kann ich hier irgendwo hinfliegen? Nach Botania kann ich fliegen. Da war ich schon. So, die haben jetzt auch einen Markt hier. Supertrank. Ich würde mal sagen, wir jeeten damit 58 rein. Damit wir 60 von haben. Paraheil haben wir 20, 20. Superschutz brauchen wir nicht mehr. Hallo Buggig, by the way. Ich glaube, mehr kann ich nicht machen. Also ich meine, ich kann natürlich noch mehr Supertränke kaufen. Aber es war es auch. Buggig und Dankeschön für dein Follow. Du kommst gerade tatsächlich zum Finale. Jetzt die Frage. Wollen wir irgendwie nochmal mit 2-3 Sonderbonbons pro Ding, die vom Level her ein bisschen anheben? So auf, keine Ahnung, 3,54? Oder sollen wir so reingehen? Das überlasse ich euch. Alle 55 anheben. Und mag die Spitznamen deiner Pokémon. Dankeschön. Leuchti, Hottie, Feury, Crashy, Wuff, Luffy und Wolli. 55, okay, die meisten wollen Level 55. Dann machen wir alle einmal kurz auf Level 55. Das heißt, wir müssen die Cheats hier mal wieder kurz rausmachen und dann den hier wieder kopieren und reinpacken. So. Und dann kann man sie aktivieren. Level 100. Genau, Ralf. 60, ne, 60 finde ich ein bisschen zu heavy. 60 finde ich zu krass. Amnesie. Nein. Wenn es Gen 1 Amnesie wäre, ja. So, Hottie. Lernst du noch irgendwas? Nee. Folge auch Nummer 1. Blizzard. Nee, wir bleiben beim Eisbeam.
So. Vitalglocke. Nee. Brauchen wir nicht mehr. So. Und ich muss sagen, ich finde 55 reicht. Das soll ja schon an sich auch noch challenging sein, ne? So. Guys, wollen wir, bevor wir hier jetzt reingehen, erstmal meinen Safe State. So, eine Umfrage machen, ob ich dies schaffe, wo ihr eure Kanalpunkte wieder wetten könnt. Bin 10 Minuten schon da, mal ein paar random Streams anschauen, die mir vorgeschlagen wurden. Und bei Pokémon Nassau bin ich immer zusammen, vor allem bei gemoddeten Editionen, die ich noch nicht kenne. Das ist erstens sehr cool und reicher Ralf, Dankeschön für dein Follow. Du bist vor allem gerade zum Finale da. Wir gehen jetzt in die Top 4 gleich rein. Deswegen, falls irgendwie Alex gerade noch da ist oder sowas, oder irgendein Mod, irgendjemand wird bestimmt da sein. Und auch Casper viel LP, Dankeschön für dein Follow. Machen wir eine Umfrage und ich mache die selber kurz, weil ich tatsächlich da bin. Habe ich Wette gehört? Du hast richtig gehört, wir machen jetzt eine Kanalpunkte-Wette. Und zwar nicht nur, ob hier irgendwas stirbt, weil das wird passieren, sondern, Vorhersage starten, ob wir es schaffen. Da zeigt sich jetzt gleich. So, die lassen wir 2 Minuten dann gleich durchlaufen. Vorhersage benennen. Besiegen wir die Top 4 und den Temp? Fragezeichen. Ja. Nein. So. Einmal die Vorhersage. Ihr könnt eure Kanalpunkte wetten, wenn ihr möchtet. Ob wir es schaffen. Kann man da Geld gewinnen bei einer Wette? Du kannst Kanalpunkte, die du für dein Follow gerade bekommen hast, die kannst du wetten, wenn du möchtest. So. Jeder kann jetzt nochmal ganz kurz aufs Klo gehen. Ich werde auch nochmal aufs Klo gehen, damit wir das durchziehen. Von dem her, soll ich alle 6,2k wetten? Du musst ja denken, MP. Erstens sind es deine 6k. Und zweitens, angenommen, 100.000 Punkte werden auf Ja gesetzt und nur eine auf Nein. Dann kriegt der Nein halt alles. Das wird am Ende alles von den Gewinnen. Hab keine bekommen. Für deinen Follow solltest du mal bekommen haben. 300 Punkte kriegst du, wenn du followst, Ralf. Aber das heißt, das wird halt zwischen allen quasi, die auf was gesetzt haben, unter den Leuten wird es alles dann halt gerecht aufgeteilt quasi. So, aber wie gesagt, ihr könnt einmal kurz wetten. Ich gehe nochmal aufs Klo. Jeder, der mit aufs Klo muss, auch um halb. Fangen wir an. 19:30 Uhr geht's los.